Hallo Leute, ich bin Unwald von Null. Willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Heute spielen wir ein Spiel namens Blades X. Ich starte mal neu. Machen wir mal Mittel. Ja, jetzt kommt Katze hin. Ich bin dann ruhig. Ich bin Schatzjägerin. Und zwar die beste, die es gibt. In den Ruinen versunkener Städte habe ich Reichtümer gefunden, von denen andere nur träumen. Und ich arbeite grundsätzlich alleine. Warum sollte ich mir zusätzlichen Ärger aufhalsen und am Ende die Beute teilen? Ha, lieber nicht. Vor ungefähr einem Jahr habe ich eine seltsame Karte gefunden. Vielleicht führt sie ja nur zu ein paar Mauerresten und ich finde nichts als den Staub der Jahrtausende. Aber eine Sache hat mich neugierig gemacht. Der Legende nach verbergen die Ruinen ein Artefakt. Und das Unglaubliche daran, vor Urzeiten soll ein Gott all seine Macht auf das Artefakt übertragen haben. Warum er das getan hat, erzählt die Legende nicht. Vielleicht war er es müde, ein Gott zu sein. Oder er musste seine Macht vor jemandem verbergen. Aber wie dem auch sei, ich bin hergekommen, um das Artefakt zu finden. Wenn die Legende stimmt, wäre das mein größter Fund bisher, von unschätzbarem Wert. Und falls ich nur wertlosen Tand finde, ich habe schon immer einen leichtgläubigen Käufer gefunden. Und ja, Leute, hiermit willkommen. Nochmal. Und es ist folgendes, Leute. Der größte Pluspunkt, den ich in diesem Spiel habe, es ist komplett auf Deutsch. Ihr habt es gehört, also die hat sogar geredet. Und es wurde auf Deutsch übersetzt. Also komplett. Ja, man kann deutsche Sprache finden. Dann, Leute, wir haben hier Dungeons. Also Level sind auf so einer Dungeons aufgeteilt. Wir müssen erstmal hier Gegner besiegen, dann können wir in den weiteren Dungeon und so weiter. Man hat hier zwei verschiedene Waffen. Erstmal zwei Schwerter und muss hier Seelen sammeln. Ihr habt gesehen dort hinten. 151 Seelen. Am besten ihr zerstört hier absolut alles, was zu zerstören gibt. Denn am Ende des Dungeons, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier dann fertig bin, wird eure Statistik angezeigt. Und dort sind auch, neben der, wie viel wir gekillt haben und so weiter und so fort, also wird hier auch noch, wie viel wir zerstört haben. Dann am besten überall nach Sachen suchen, denn es gibt hier so eine Art Medaillen oder Anhänger, die aus, so viel ich weiß, drei Teilen bestehen. Was die geben, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Denn, Leute, man muss sie sammeln. Und ich habe nur zwei geschafft. Also nur zwei Teile gesammelt. Ihr weiß. Dann, Leute, hier ist das zweite Waffe. Das sind die Pistolen. Also wir haben Pistolen und Schwerter. Es ist nicht neu, das Spiel, aber was mich bei diesem Spiel, also was mir gefallen hat, das ist so wie Shovel Punishstem. Plus es ist komplett auf Deutsch. Leute, das hat mir schon gereicht, um das Ganze zu spielen. So, jetzt kommen die Gegner. So, jetzt. Dann erstmal alles zerstören. Auch diesen Kristall hier. Immer die Seelen sammeln. Was die Seelen uns bringen, werdet ihr gleich sehen. Da oben ist übrigens unsere HP. Oben links. Da, diese Teile
muss man auch sammeln. Also deswegen zerstören sie alles, was ihr zerstören könnt. Zum Beispiel das hier. Das hier. Und ihr seht da rechts, das sind sozusagen die HP von den Gegnern, beziehungsweise das sind die Gegner insgesamt. Wir müssen die Gegner dann vernichten, um diese rote Balken immer zu verkleinern. Ich guck nur gerade, ob wir alles zerstört haben. Aber nur nicht. Ja, warte. Ich muss hier nur meine Wut rauslassen und alles zerstören. Wir haben es geschafft, wir haben den ersten Dungeon sozusagen durch. So, jetzt Leute. Neue Skill ist verfügbar. Das werde ich euch gleich mal erklären. Okay, jetzt Moment. Ist auch meiner. Und das ist auch meiner. So. Okay, neue Skill ist verfügbar. Hier, Beben. Wir haben hier auch Magie, Leute. Und zwar, wir können das für 100 Seelen erlernen. Kostet uns 100 Seelen. Erlernen. Jetzt gibt es hier Feuerfunken. Oder Funkenflug. Ja, können wir gleich mal auch erlernen. Wir haben noch 300. Wie viel kostet uns das? 7000. Die können wir noch nicht. Dann gibt es hier Pistole. Oder ein. Na, ich drück mal ein. Pistolenattacke, ja. Upgrades extra Karte. Hier ist die Karte. Das sind wohl wir. Okay, jetzt haben wir eine Magie. Und zwar, wir haben jetzt die Magie gelernt, anwenden. Das ist unser Erdbeben. Ja, habe ich doch. Hier. Zuweisen. Wir können jetzt zuweisen. Wenn wir hier oben das Magie machen, das ist Q. Ja, das mache ich mal. So. Jetzt haben wir auf Q diese Magie. Das macht ziemlich coole Sachen. Guck mal. Gegner tot. Nochmal. Jetzt sammeln wir das. Und nochmal. Also dieser rote Balken ist sozusagen unser Mana. Komm her, du kleiner Fisch. So. So. Jetzt, Leute, muss ich gucken, habe ich hier alles zerstört? Habe ich alles aufgesammelt? Das ist das Richtige weg? Oh Mann. Leute, das hier, das ist ein Eismonster. Den können wir nicht besiegen. Wir müssen Feuerball erlernen. Feuerfunken kosten zwar, aber Feuerball kostet uns nichts und ja, mächtig, und zwar hierhin. Jawohl. So, jetzt haben wir Feuerball und Feuerklinge, kostet uns ziemlich viel. 1500. Jetzt haben wir einen Feuerball, jetzt müssen wir uns hier einen Platz finden. Denn das Einzige, womit wir dieses Viech hier besiegen, ist Feuerball. Nur damit können wir diesen Viech besiegen. Warum stehe ich hier?
weil so kann ich besser zielen. Er wird nicht hinter uns erscheinen, sondern immer vor uns. Und wir müssen ihn besiegen. Seine HP ist da unten. So, das war's. Die Seelen aufgesammelt. Sehr gut. Und wir schauen, ob hier noch was zum Sammeln gibt. Ich gehe mal zurück, weil ich das hier noch vernichten will. Hier. Komme ich nicht hoch. Ich glaube, das war der Weg, wo ich eigentlich gekommen bin. Na, immer alles zerstören. Wie gesagt, gibt es Seelen. Oder einfach so. Da, hier, hier. Immer gucken, ob ihr alles aufgesammelt habt. Und hier. Es gibt auch Upgrades für die Waffe an sich. Oder für die Waffen. Habe ich alles zerstört? Das will ich doch schwer hoffen. Runter. So, jetzt kommen Gegner. Das hier zerstören. Hier zerstören. Da ist noch einer. Und das ist die Artefakt, also ein Stückchen von der Medaille. Und davon habe ich jetzt von den silbernen 2 Stück gesammelt. Also ich hatte nicht 3 Stück gesammelt. Und jetzt passiert Folgendes, Leute. Wir haben unseren Dungeon durch. Das heißt, dass wir hier jetzt alles aufgesammelt haben. Und jetzt kommt die Statistik. Und deswegen habe ich ja gesagt, sucht alles. Zerstörte Objekte habe ich nur 66%. Gefundene Godis 3 von 3. Artefaktelemente 1. Und so weiter. Also Bonus an Seelen 78. Das habe ich gemeint, Leute. Das ist echt geil. Oh ja. Und jetzt zu den Bossen, Leute. Denn das will ich euch auch zeigen. Deswegen habe ich jetzt nicht so gemacht, dass wir das Ganze hier beenden. Sondern ich will euch noch Bosse zeigen. Okay. Jetzt muss er natürlich den mal besiegen. Am besten damit. Am besten damit. Denn der bekommt ziemlich viel Schaden.
wenn wir mit Erdbeben draufhauen. Du willst, dass ich gehe? Das ist schon zu spät. Das ist einfach hier so mit Magie. Und es gibt so, wenn sie so golden brennt, also kommt es dazu, dass sie ziemlich harte Schläge drauf hat. Wir können natürlich auch mit Feuer. Aber weil das zu viele sind hier, einfach wieder jetzt reicht's. Am besten da, wo der steht, damit er auch mal Schaden bekommt. Ah, da liegt was, da liegt was. Das natürlich aufsammeln. Vielleicht kriegen wir noch ein. Komm schon, sammle und draufhauen. Die natürlich aufsammeln. Wir können natürlich so machen, dass wir sammeln. Dass wir neue Magie erlernen. Wir haben jetzt naja, fast 1000 und es gibt mal ein neues Skill jetzt verfügbar. Ich will aber alles aufsammeln, das ist das Problem. Also man kann hier, muss man gleichzeitig hier alles aufsammeln und gleichzeitig die bekämpfen, die Viecher hier. Er frisst meine Magie. Ich will aber hier noch alles. Aber ne, hier was? Nein. Warte, warte. Da liegt was. Ah. Nein, warte. Das ist mein Blade, du Arschloch. Ja. Kann natürlich auch mit Feuerbälle werfen. Das gefällt mir. Also so eine Art Spiele gefallen mir. Also wo es zum Beispiel nie darum geht, geh dahin. Also ich, wie soll ich erklären? Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Rollenspielen. Weil was ich eigentlich an RPG so hasse, also Rollenspiele so hasse, außer Final Fantasy, das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber was ich so hasse, ist dieser, geh dorthin, bring mir dorthin, also diesem Laufburschen zu spielen. Ah, deine kleinen Kollegen hier, die gehen drauf. Feuerball und Erdbeben. Wir können natürlich, wie gesagt, also jetzt neue, also uns verbietet keiner neue Fähigkeiten zu erlernen, aber ich will euch natürlich nicht alles in angezockt zeigen. Feuer, du sitzt in der Falle.
Tun, mein Gott, weiß ich nicht. Also, du bist nur ein kleines Schoßhuhn. Darum kümmere ich mich, wenn ich mit dir fertig bin. Ich entkomme dir auch nicht. Ich besieg dich jetzt, verdammte Kacke. Also, es dauert jetzt schon ein bisschen länger. Normalerweise habe ich ihn ziemlich schnell besiegt, aber ich versuche hier jetzt alles aufzusammeln. Komm mal her, du Schoßhund. Oh, Dino. Ja. Also ich weiß nicht, mit dieser Erdbeben bei diesem Boss ist eigentlich einfacher als mit Feuerbällen zu werfen. Du machst dem auch Schaden. Ich weiß immer genau, was ich will. Mach dir nichts draus, du bist nicht der Erste, der mich unterschätzt. Nettes Kompliment, aber ich hab noch gar nicht richtig losgelegt. Yeah! Du bist ne richtig hartnäckig. Ja, bin ich wirklich. Also, Hartnäckigkeit ist mein zweiter Vorname, Mann. Ja, alle. Ich will aber alles aufsammeln, das ist das Problem. Und so viel ich noch in Kopf hab, also. In diesem Dungeon ist es so, wir gehen gleich weiter. Wir werden gleich weiter geschickt sozusagen. Deswegen versuche ich hier alles aufzusammeln. Ey. So, jetzt wartet. Also wir haben hier, wie gesagt, jede Menge Fähigkeiten. Es gibt aber auch noch. Upgrade und Extras, und zwar heilen für Preis für 15 Seelen. Aber nochmal und Rache. So, jetzt aber. Leck mich doch! Na, warte. Jetzt sicher! Oh ja. So viele Seelen. Alle? Wüsste nicht, was dich das angeht. Und? Wir haben den Pass. Wir haben den Viehpass. Yeah! Und jetzt verwandelt es sich. Das Problem ist, wir werden gleich weggeworfen, also rausgeworfen. Aus diesem Dungeon. Deswegen habe ich versucht, alles zu finden. Wie viel? 8 von 29 zerstörte Objekte, also sieht Artefaktelemente 0 und Bonus auch 0. So Leute, also
Ich hoffe, ich könnte euch zeigen, was hier geht. Also es ist ziemlich interessant. Wie gesagt, normalerweise mag ich solche Rollenspiele nicht, ja. Aber nur aus Grund der Quests, ja, geh dahin, hol das und so weiter. Ich mag aber allerdings so lineale oder Open World sozusagen. Was heißt lineal? Ja, wie hier zum Beispiel. Hier geht ein Dungeon nach dem anderen und also es geht darum, halt diese Dungeons freizukämpfen. Es sind Bosse, es sind Gegner da. Oder wie zum Beispiel bei meinem Projekt Shovel Punish Them, dort sind auch sozusagen halt eine Map und dort kämpfst du. Halt, befreist die Map oder kämpfst gegen Gegner und so. Jetzt rede ich natürlich in dem ihr halt rein. Aber ich versuche zu erklären, warum ich dieses Spiel denn ausgewählt habe. Warum gefällt er mir? Weil das nicht so ist, dass mir gesagt wird, ja, geh dorthin, weil das ist die erste. Zweiter Grund, weil das komplett auf Deutsch ist, Leute. Und, was zur Hölle? Hallo. Ach ja. Okay, dann machen wir das noch hier. Sammeln, sammeln, sammeln. Und so. Jetzt fertig. So. Lass mich in Ruhe, die Viecher. Ich will hier nebenbei was zerstören. Ihr geht mir auf die Nüsse. So. Und wie gesagt, also um hier die Mission zu beenden, müssen wir diese rote Balken unten besiegen sozusagen. Das ist sozusagen das HP, das ganze HP von den Monstern, die jetzt rauskommt. Kann mich nicht zerstören. Ne, aber da oben kann man die Sachen einsammeln. Ich wollte eigentlich die Aufnahme beenden. Aber hier ist zum Beispiel noch ein weiteres Objekt. Ich wollte, wie gesagt, nach dem Bossfight die Aufnahme beenden. Also, machen wir das auch. Da ist zum Beispiel das Goldene. Es gibt noch Diamant, glaube ich. Diamantenteil. Das ist aber das Goldene, goldene Artefakt. Oh ja, jetzt kommen die da. Die kann man eigentlich mit der Pistole ganz gut
aber ziemlich lang. Hier, friss mein Blei. Friss mein Feuer. Und wir haben fast 2000. Kann ja auch so machen. Ich habe, als ich das Ganze getestet habe, habe ich sie einfach hier, bin einfach auf dem Stein gegangen. Und zwar nicht hier, sondern da oben. Aber diese Steine hier. Ich habe dort mit dem Feuer einfach geballert. Warum laufe ich gerade weg? Weil ich alles zerstören will, also weil ich das Bonus möchte. Also Seelen ist das sozusagen das Zahlmöglichkeit, Bezahlungsmöglichkeit oder halt Magieöffnungen und so weiter und Verbesserungen. Das ist halt das Geld, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Also damit das ist das Rubin, genau. Leck mich. Fett. Ja, die Dungeons, die sind lang. Sprich, also ihr seht, wie langsam die das Leben jetzt runtergeht. Also pro Gegner jeweils so eine Linie, vielleicht auch halbe Linie. So soll ich sie wirklich mit Feuer bekämpfen. Ihr seht hier nur halber. Nochmal halber. Also es dauert schon. Deswegen habe ich folgendes gemacht. Deswegen habe ich eigentlich hier mich drauf gestellt. Hier drauf. Habe einfach nur geballert mit dem Feuer. Und so geht es eigentlich schneller, die Gegner zu besiegen, weil die kommen in eine Richtung. Wir haben 7 Treffer Effekt. Oh, 2 gleich. Schießt einfach mit dem Feuer. Man kann noch Eis öffnen und sogar kann man so machen, dass man auf die Waffen das Element hat. Oh, jetzt bin ich tot. Okay. Ja, Leute. Ich verabschiede mich von euch. Ja, also so richtig sterben können wir oder können wir nicht. Mal gucken. Also so richtig sterben können, glaube ich nicht. Oh, wo bin ich? Denn wir sind irgendwie ein Gott jetzt, weil wir das Artefakt berührt haben. Also, glaube ich zumindest. Naja. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr diesen Projekt, also diesen Spiel als Projekt haben wollt, liken, kommentieren. Euer Lone Wolf. Haut rein. Ciao.